So, wir haben Sonntag, 23. Mai. Die Tauben sind heute um 8.15 Uhr ab Heddesheim, 260 Kilometer für uns aufgelassen. Ihr seht, es ist ziemlich windig hier. Bis vor 10 Minuten hat es hier noch heftig geregnet. Und der Regen zieht jetzt ab. Und von da müssen sie kommen, da wird es ein bisschen hell. Von daher hoffe ich, dass auf der Strecke das alles in Ordnung war. Das werden wir gleich mal sehen. Ja, und auch das passiert. Der 703 hat sich gestern irgendwie vom Einsetzen gedrückt. Ich weiß jetzt noch nicht, wo er sich versteckt hatte. Aber ich vermute, dass er irgendwo da hinter dem Gitter gesessen hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht lag es auch am Weizenbier zur Meisterschaft der Bayern. Ich weiß es nicht. Aber dafür hat er dann jetzt eine Woche Pause. So, ist alles vorbereitet. Wenn die Tauben gleich wiederkommen, Wasser fertig und auch das Futter hat mein Papa angemischt. Und ja, vielleicht sagst du da mal zwei, drei Sätze zu, was wir da so den Tauben geben, wenn sie wiederkommen. Ja, wenn die Tauben wiederkommen, futtern wir ein bisschen leichter. Das heißt, wir futtern sowieso nur zwei oder drei Sachen. Und zwar ist das das Prange Grand Prix und von Panrobes die Nummer 189 Südostrichtung. Die mische ich. Und hinzu kommt Nummer 231 als etwas Auffrischung, als etwas leichteres Futter zu bekommen. Angefeuchtet wird es mit Naturmoor von Tekontor und abgebunden mit Xentasan und Reiskleie von Tekontor. Das ist im Futter lediglich alles für heute und für morgen früh. Das zweite Mal kommt da ein bisschen Immunol dazu und das wird dann angefeuchtet mit Ropaöl 3%. Im Wasser befindet sich heute das erste Mal, dass ich etwas anders gemacht habe. Und zwar ist drin Ropaöl 12%, Abidress Plus. Und ich habe jetzt mal aufgeteilt und habe mich daran gewagt, von Tolisan das Nano mit reinzugeben, genau nach Plan. Ich habe mich dabei Tolisan genau erkundigt und die haben gesagt, ich soll mich genau an die Zusammensetzung halten, denn sie müssen Metoliamin auch noch dabei futtern, weil im Nano kein Vitamin B und auch keine Elektrolyte drin sind und darum muss man beides geben. Hinzu kommt noch 20 Milliliter Carni Speed von Rönnfried. Ja, und das ist es, was Sie heute den ganzen Tag bekommen. Und wenn Sie heute Abend ein Video sehen, werden Sie sehen, dass die Tauben wieder schon fast voll regeriert sind. So, jetzt geht's hier ordentlich los. Komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Wunderbar. Ja, da kamen gerade schon 6 Stück. Jetzt ist nochmal so ein Schwung. Also um 10.56 Uhr die ersten 6, dann nochmal eine und jetzt gerade, müssen wir mal schauen, jetzt sind es 12 Stück. So, und jetzt gibt es ein Schauspiel hier. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, aber ich glaube, da sind jetzt einige. Ja, komm mal her, wunderbar macht ihr das, wunderbar. Komm. Boah, das war mal ein Brett jetzt. Komm. Komm. Aber mein Herbert aber auch ist. 6, 7 Stück würde ich sagen. So, jetzt haben wir eine Viertelstunde Konkurszeit, sofern es denn noch ein Konkurs ist. Und wir haben jetzt 50 Stück da von 68, also die Tauben sind super gekommen, extrem schnell, immer so zu 5, zu 6, ja, das hat Spaß gemacht, so 51 Grad auf der Uhr. Und wir hoffen, dass noch ein paar Preise bei überbleiben, wir werden sehen, was das dann wert ist am Ende. Aber da sie heute zum Großteil aus Richtung gekommen sind, glaube ich, dass wir ein bisschen besser liegen insgesamt. Ein äußerst erfolgreicher Flug geht zu Ende. Wie ihr seht, alle Klappen sind zu.
daher also die beste Nachricht gleich am Anfang. Es sind alle Tauben wieder da. Und ja, das Ergebnis war sensationell gut. Wir erreichen von 68 gesetzten Tauben 43 Preise. Beginnt mit dem 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Konkurs. Also ein extrem gutes Ergebnis. Und ja, da kann man jetzt für die nächsten Wochen drauf aufbauen.